Der Lieblingssport der Deutschen heißt Laufen. Es ist nicht nur kostenlos und überall umsetzbar, sondern es vitalisiert, abhärtet, macht glücklich. Ja, warum? Weil es Spaß macht. Doch hier und da könnten die Hobbysportler noch effektiver trainieren. Personal Trainer und Mental Coach Marc Zinkernagel will sie aufdecken, die Fitnessfehler der Wald- und Wiesenläufer. Endlich ist der Frühling da und wir sind heute hier, um die Leute beim Laufen zu beobachten und mal zu gucken, welche Fehler sie machen und sie dabei zu korrigieren. Doch einen Läufer zu stoppen ist gar nicht so einfach, merkt Marc. Wollen Sie einen Tipp haben? Ja, ich sehe. Also Sie könnten effektiver trainieren. Nanu, Marc Zinkernagels Kunden zahlen sonst bis zu 120 Euro für eine Stunde Beratung. Gerade beim Laufen können kleine Fehler große Nebenwirkungen haben. Warum schwingst du mit dem rechten Arm so? Keine Ahnung. Ist dir gar nicht aufgefallen, nee. Ne? Du schwingst mit dem rechten Arm mal so. Okay. Das ist ein bisschen unökonomisch fürs Laufen. Okay. Versuch mal ein bisschen mehr die Arme gleichmäßig zu schwingen. Okay. Und bei den Beinen ist mir aufgefallen, dass du da auch so ein bisschen, sagen wir mal, die wenig hebst. Dass du so ein bisschen, ja, unten lässt die Füße. Ruhig ein bisschen mehr die Beine anheben. Jetzt laufen wir noch mal ein paar Meter zusammen. Dann kannst du das noch mal demonstrieren. Ja, super. Links rum, links rum. Kannst du gleich. Ja, das sieht cool aus. So ist viel besser. Locker die Arme, nicht verkrampfen. Okay. Locker. Viel Spaß, ja? Jetzt läuft's, auch mit der Beratung. Das war auch so ein klassischer Fehler, den du gemacht hast. Mhm. Und zwar hast du die Arme hier so am Körper gehabt, so fast so ein bisschen wie angetackert, okay, und vorm Körper gehalten. Dadurch bleibst du mit dem Oberkörper nicht gerade beim Laufen, sondern rotierst so ein kleines bisschen, mhm, und hast auch keinen ökonomischen Laufstil. Also ökonomischer wäre es, wenn du die Arme wirklich seitlich am Körper schwingst. Ja, so leicht angewinkelter Ellenbogen, 90 Grad ungefähr, ne? Und dann seitlich einfach schwingen die Arme. Kommst du wirklich leichter voran und hältst auch die Wirbelsäule gerade dabei und verdrehst dich nicht. Okay. Da laufst du dir sonst so gut aus. Okay, danke. Viel Spaß. Danke. Mal gucken, wie du es jetzt machst. Ja, besser. Super. Magst du einen Tipp haben fürs Laufen? Ja. Nimm den Kopf mit hoch, ja, guck geradeaus, bleibt der Rücken auch gerade und die Arme noch ein bisschen mehr an der Seite einfach mitnehmen. Alles klar. Das wäre alles. Sonst sieht es super aus. Ja, viel Spaß, ciao. Der Kopf wieder runter. Also, komm mal, Kopf gleich wieder runter. Hey, magst du ein paar Tipps haben vom Personal Trainer? Kostenlose Tipps. Ja? Okay, kannst du ganz kurz stehen bleiben? Du könntest die Arme ein bisschen intensiver mit reinnehmen und die Beine ein bisschen mehr anheben beim Laufen. Ja? Okay. Also, das heißt, du hattest eben hier vorne so ein bisschen die Arme so ganz, ganz leicht nur bewegt und hast einfach noch einen größeren Energieumsatz sozusagen beim Laufen, wenn du die Arme intensiver mit dazu nimmst. Okay, dann versuche ich das. Sonst sah es schon ganz gut aus. Wir können ja mal ein paar Meter zusammenlaufen. Okay. Ja, gucke ich mir das mal beim Laufen an. Ja, so ist Weltklasse. Super. Und Beine sind in Ordnung? Beine sind so in Ordnung, sehr gut. Es gibt drei Hauptfehlerquellen beim Lauftraining. Beine, Arme und Oberkörper. Wichtig beim Joggen sind natürlich die Beine. Ja. Häufig gemachter Fehler, dass die Beine nicht richtig angehoben werden beim Laufen, also dass sie so mitgeschliffen werden. Richtigerweise hier wieder Beine richtig anheben, Knie anheben, richtig die Füße gerade aufsetzen und von der Ferse zum Fußballen hin abrollen. Häufig gemachter Fehler bei der Armhaltung ist das Führen der Arme vor dem Körper. Dabei dreht sich die Wirbelsäule häufig mit den Armen mit und das ist nicht so gesund für die Wirbelsäule, für die Wirbelgelenke. Richtigerweise nimmt man die Arme seitlich des Körpers mit. Ja, ist sehr ökonomisch, der Oberkörper wird gerade gehalten, ein größerer Muskeleinsatz dabei. Außerdem wichtig beim Laufen ist die Oberkörperhaltung. Der häufigste Fehler, der gemacht wird, ist, dass der Oberkörper rund gehalten wird. Ja, dabei wird auch meistens noch der Kopf rund gehalten, der Kopf mit nach vorne genommen. Richtig sollte man es machen, dass man den Oberkörper aufrecht hält. Vielleicht eine leichte Neigung nach vorne, Blick geradeaus und schön. Und liebe Läufer, Augen auf in der Natur, denn Geländer, Bäume und Bänke sind ebenfalls gute Sportgeräte. Und genug Gründe für Bewegung gibt es auch. Um sich besser zu fühlen vor allem, ne? Besser auszusehen, sich besser zu fühlen, fitter zu werden und Spaß zu haben am Sport selbst. Also raus in die Natur und rein ins Sportvergnügen. Yeah!